Hallo und willkommen bei Levelmeister. Mein Name ist Dave und ich bin wieder zurück nach, ich glaube, 3, 4 Wochen des Nicht-Uploadens. Heute geht's weiter und zwar mit einem kleinen Schrottspiel. Wie sollte es anders sein? Ja, ich habe gerade eine Krankheit hinter mir, von daher kann ich ja jetzt die nächste starten und das sieht aus, als wenn das dieses Spiel wäre. Es nennt sich, wie man überhaupt nicht sehen kann, Dark Maze 2. Stammt von dem Entwickler Tortishka und Publisher Eye Technology, also A-Y-E, Eye, und kostet, ich glaube, 1,97 € gerade im Angebot bei Steam. Und ja, es ist der zweite Teil. Es gibt also einen Dark Maze und das ist, glaube ich, auch kacke. Habe ich aber nicht gespielt, habe ich auch nicht gesehen. Ich weiß nur, dass die Musik mir jetzt schon auf den Keks geht. Aber wie üblich, ne, wir gucken erstmal in About. Ja, da war wieder der Entwickler bzw. der Publisher. Vielleicht schämen sie sich. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, About. Es gibt nicht viel zu erzählen zu dem Spiel. Es scheint so. Gehen wir mal in Medias Res, ne? Es hilft nicht. Wir drücken Start. So, Ladebildschirm. Sehr hübsch. Also das sind keine Bildfehler, das ist, glaube ich, ja, das ist, wir sind in einem Labyrinth. Weil wer des Englischen mächtig ist, Maze heißt ja Labyrinth. Und da sind wir jetzt drin und wir müssen rauskommen und es warten Überraschungen auf uns. Man darf gespannt sein, was das für welche sind. Auf jeden Fall, wenn man so in den Himmel guckt, wird einem schon schlecht. Da werde ich schon ein bisschen seekrank bei. Sieht zwar ganz hübsch aus. Netter Planet, Mond, Todesstern. Jo, da sind wir. Ich höre Schritte, ab und an. Und jetzt müssen wir uns hier irgendwie durchwurschteln. Also ja. Ich habe ja schon mal erwähnt, es gibt so einen Trick in Labyrinthen. Man muss sich immer mit der rechten Hand an einer Wand entlang tasten und irgendwann kommt man raus. So hast du Scheiße. Okay, ich habe mich erschrocken. Ja, ist gut. Mhm. Was ist das? Okay. Todesclown des Todes war da und im nächsten Level sind wir immer noch verwundet. Das macht keinen Spaß. Aber der Beat ist geil. Und jetzt klingt es, als wenn wir auf Sand laufen würden, obwohl das hier offensichtlich Metallplatten sind. Vielleicht laufen wir auch durch eine Lache unseres eigenen Blutes. Auf jeden Fall haben wir das erste Level schon mal geschafft. Zwar schwer verwundet, aber ist ja wurscht. Und bei Steam steht, hunderte Meilen von Labyrinth warten auf dich, um es zu besiegen. Irgendwie sowas. Ja, also ich glaube, das Rote ist jetzt tatsächlich nicht geplant. Das ist nicht absichtlich gemacht, sondern das liegt einfach daran, dass wir gerade einen... Also da unten steht ja 12 von 100 und 3 Herz. Das obere müsste eigentlich der Puls sein. Und das untere sind wahrscheinlich Leben. Also haben wir im Augenblick einen Puls von 12. Nein, war Spaß. Ist natürlich die Gesundheit. Aber hätte man auch ein anderes Symbol für wählen können. So, ich halte mich wieder an meine Taktik, ne? Rechte Hand an die Wand und dann immer schön entlang krauchen. Und irgendwann finden wir wieder die komischen Clowns oder andere nette Gesellen. Und wir können hier raus. Das wäre zumindest wünschenswert und ich glaube, ich laufe im Kreis. Das Level ist nicht sonderlich groß, wie es scheint. Dann gehen wir doch mal ein bisschen nach innen. Hat ja viel gebracht. Dann vielleicht hier so. Oder hier so. Oder da so. Oh. Oh. Ich habe eine Treppe gefunden, wa? Das ist aber keine Treppe, das ist eher eine Rampe, wa? Die ist ein bisschen verpixelt. Also so rein grafisch, naja. Okay, also das kann man schon so machen, ist dann halt kacke, aber dieser Pulsschlag geht mir langsam dermaßen auf den Sack. Der wird ja immer roter. Was ist das denn jetzt hier? Soll das irgendwie... Warum? Au.
Guten Tag, Herr Polizist. Könnten Sie mir helfen? Ich bin in Not. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich bin am Labyrinth gefangen. Zu Hilf! Zu Hilf! Oh, hier ist Sackgasse. Das ist auch Sackgasse. Ja, dann gehen wir halt an dem vorbei. So. Das ist ja nicht so dramatisch, ne? Ja. Ja. Ne? Ist halt jetzt mit Pulsschlag und so. Das ist schon spannend. Die Musik ist quasi vorhanden. Die älteste Musik der Welt, der menschliche Herzschlag. Alter, Finn, da können wir mal irgendwie geheilt werden. Das wäre total super. Ansonsten muss ich mich umbringen lassen, damit wir diesen blöden Herzschlag nicht mehr hören müssen. Da gehen ja die Boxen mal kaputt. Klingt nach hohem Blutdruck, wenn du mich fragst. Mal ein bisschen weniger Sport machen und ein bisschen mehr Junkfood essen. Ach nee, andersrum, ne? Ja, ich glaube, das war andersrum. Aber, ja. Treppe hoch. Treppe hoch hat letztes Mal auch funktioniert. Machen wir das jetzt auch mal. Also das Spiel ist, glaube ich, eines der spannendsten Schrottspiele, die ich je gespielt habe. Und das ist überhaupt nicht gelogen. Ja, weil, ja, ist total aufregend. Bis auf das eine Mal, wo ich mich erschreckt habe mit den zwei Clowns, das war wirklich, da muss ich sagen, da habe ich mich erschrocken. Ja, also das muss man dem Spiel zugute halten. Jedes Spiel, das mich erschreckt, ist erstmal gut. Bis man darüber nachdenkt. Das ist jetzt interessant. Das ist ein Raum. Voll das Labyrinth, Alter. Okay, was passiert? Thanks for play. This end. Was? Willst du mich verarschen? €1,97. Ich habe das Spiel nach 7 Minuten durchgespielt. Nach 7 fucking Minuten. Ach, nee. Komm, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Das ist jetzt, hier gibt es doch irgendwo ein Easter Egg. Es muss doch hier noch irgendwo ein Easter Egg geben. Ich kann springen. Habe ich das vorher nicht gemerkt? Kann ich auch crouchen? Ich kann sogar crouchen. Thanks for play. This end. Man kann das sogar speichern. Warum sollte ich das speichern wollen? Ich bin nach 7 Minuten durch. Und ich habe jetzt keine andere Chance als über... Kann man hier durch die Wände gucken? Kann man. Sieht eine Seite? Ganz rechts? Da ist auch nichts mehr, ne? Da ist noch ein Stück Wand. Da ist noch ein Gang, der aber irgendwie nirgendwo hinführt. Also ich gucke jetzt bewusst, ob ich hier noch irgendwo was finden kann, weil das ist eine Frechheit für 2 Euro. Alter, also wenn ich jetzt hier 50 Levels hätte, die alle so aufgebaut sind, dann würde ich ja noch verstehen, weil dann hätte man wenigstens noch ein bisschen Arbeit hineingesteckt. Aber das ist ja grausig. Ey, ich habe wirklich gedacht, ich könnte jetzt hier wenigstens mal so 10, 15 Minuten lang durch Labyrinthe laufen und von irgendwelchen Monstern gejagt werden, damit ich mich erschrecke. Aber das Einzige, was mich erschreckt, ist dieser Pulsschlag. Also mein Puls ist, also, weißt du, höher. Komm, wir gucken uns mal ein bisschen die Menüs an hier. Graphics. Lowest, medium, highest. Field of view. Oh. Okay. Was ist denn, wenn ich das auf lowest stelle? Einfach mal so. Oh. Sound habe ich schon ein bisschen runtergestellt. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Wir gehen nochmal ins Main-Menü. Weißt du was? Wir machen jetzt mal einen Speedrun. Faszinierend. Main-Menü. Start.
Ich probiere es nur mal. Ich will nur sicher gehen. Okay, also. Dark Maze 2. Da fehlen mir, also mir fehlen in letzter Zeit öfters die Worte, aber nicht nur, dass ich nach 7 fucking Minuten inklusive Vorgeplänkel mit Reden, allem drum und dran, also 5 Minuten Spielzeit, ja, sagen wir mal netto 5 Minuten Spielzeit, dieses Spiel durch habe, 3 Gegner gesehen habe, die ich alle schon in dem Video bei Steam gesehen habe. Ich kann auch nicht mal mehr von vorne spielen, ja, weil wenn ich ein neues Spiel starte, der mich wieder ins letzte Level setzt, wo ein verkackter kleiner Raum ist, wo drin steht Thanks for playing, willst du mich ver... Also, Tortischka, das ist Betrug. Meiner Ansicht nach. Ich bin sickig. Ich bin arg sickig. Ich hüpfe jetzt nochmal die Wand entlang, ja, um zu gucken, ob da wirklich nicht irgendwo noch ein Easter Egg ist oder sowas. Oder irgendwie ein Durchgang. Ja, das ist ja. Oder vielleicht muss ich auch crouchen. Warte. Wir probieren jetzt alles aus. Wenigstens ist der Puls weg. Ich bin dann. Also. Okay, das ist wirklich ein Schrottspiel. Also da kann ich auch kein gutes Haar dran lassen. Grafikkacke, Soundkacke, Gegnerkacke, Leveldesign. Naja, nennen wir es mal Design. Man hat ein paar Wände aufgestellt. Thanks for play. The end. Klammer auf. Da vergeht mir das Lachen. Ach, was soll's, lieb. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Kauft euch dieses Spiel nicht. Ja, Dark Maze 2 im Angebot für 1,97. Ich gucke für euch gerade nochmal nach, was das Ding regulär kostet. 3,29 €. Für 3,29 € würde ich dem Entwickler eine E-Mail schreiben und Reparationen verlangen. So. Wo war ich? Achso, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, mein Levelmeister. Tschüss.